Hallo, mein Name ist Jan Joel von JJ Chemistry und ich muss leider sagen, dass man Bachwasser wirklich nur im absoluten Notfall trinken sollte. Denn die Bakterien- und Pilzbelastung, die sieht so aus. Ein Nährboden voll mit Bakterien und Pilzen, das ist das, was man zu sich nehmen würde, wenn man gerade mal 0,25 Milliliter aus diesem Bachwasser trinkt. Und eigentlich trinkt man nicht so wenig, sondern eher mehrere hundert Milliliter. Und jetzt kann man sich vorstellen, was man an Bakterien und Pilzen so zu sich nimmt. Es gibt aber Methoden, um so ein Wasser trinkbar zu machen und das auch innerhalb von wenigen Minuten. Dazu werden wir uns heute die drei weitverbreitetsten anschauen. Einmal das Abkochen des Wassers, einmal die Wasserdesinfektion mit einer Chlortablette und einmal das Filtrieren. Ich kann jetzt schon vorwegnehmen, dass die Ergebnisse sehr spannend sein werden. Zusätzlich werden wir heute eine chemische Desinfektionsmethode, also eine Tablette, an den wissenschaftlichen Pranger stellen und das, obwohl diese Tablette hier sehr, sehr weit verbreitet ist. Wir werden dann heute eine Tablette kennenlernen, die anstelle dieser hier deutlich besser desinfiziert, viel weniger nach Chlor schmeckt nach der Anwendung und auch noch günstiger ist. Und zwar die Chlordioxid-Tablette von Blue Lake Travel. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ich würde sagen, wir starten einfach ins Video rein. Viel Spaß dabei! Die erste Methode wird das Abkochen des Wassers sein. Ich schnappe mir jetzt die erste Flasche aus der Kochfraktion und werde es dann in den Topf geben. Also, das hier ist Flasche Nummer 1, die wir dann benutzen werden. Man sieht richtig schön Schwebeteilchen und auch ein bisschen Gras und das Wasser ist etwas grünlich. Wunderbar, perfekt für den Test. Mal gucken, ob auch ein Liter in meinen Topf reinpassen. Gut, hat gepasst. Jetzt gebe ich direkt mal Knallgas, 250 Grad, damit es auch schnell kocht. Und dann können wir uns jetzt schon der nächsten Flasche widmen. Okay, das Wasser wird jetzt ein bisschen brauchen, bis es aufkocht. Währenddessen kümmern wir uns um die Desinfektion via Tablette, Chlordioxid-Tablette von der Firma Birka Outdoor bzw. Blue Lake Travel. Ich benutze jetzt Chlordioxid, weil es in Video Nummer 1 am besten abgeschnitten hat. Wer Video Nummer 1 noch nicht gesehen hat, klare Empfehlung. Dort haben wir verschiedene Präparate gegeneinander verglichen. Die Sache ist eigentlich ziemlich easy. Tablette rein und glücklich sein. Gut, das wäre geschafft. Die Tablette muss jetzt 10 Minuten lang einwirken. Nicht wie sonst bei Tabletten, meistens üblich 30 Minuten. Hat auch Video 1 gezeigt, dass 10 Minuten dicke gereicht haben. Also danach war da eigentlich nichts mehr drin. Aber ich möchte jetzt natürlich nicht zu viel in Anführungsstrichen spoilern. Die nächste gängige Methode ist die Wasseraufbereitung via Filtration. Das hier ist ein Wasserfilter, der so engmaschig ist, dass darin Bakterien und andere kleine Einzeller, wie beispielsweise Pilze oder auch verschiedene Parasiten, einfach drin hängen bleiben sollen. Ja. Ob das so gut funktioniert, wie das bepriesen wird, werden wir jetzt ja gleich sehen. Und vor allen Dingen, wie sich der Filter im Gegensatz zu den anderen Sachen schlägt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon erwähnt habe, deshalb sage ich das lieber nochmal. Das Wasser muss brodelnd kochen. Also es muss wirklich, genau, so muss es aussehen. Und auch für mehrere Minuten lang, ansonsten ist es schlichtweg zu kalt. Gut, jetzt können wir uns dem Filter widmen. Das Wasser sieht so aus, es ist trüb. Und man sieht auch noch so ein bisschen Gräser und Schwebeteilchen hier drin. Der erste Schritt wird es sein, das Wasser hier in diese Tüte des Filters reinzubekommen. Perfekt. Ja, und fertig ist das gute Stück. So kann es sofort losgehen. Eine Sache muss ich noch eben holen. Wir brauchen natürlich ein steriles Glas, in das wir das Wasser abfüllen. Das Glas hier ist gerade 140 Grad heiß. Boah, nee. Schlimm. Und als nächstes werden wir hier eine sterile Atmosphäre erzeugen. Das bedeutet, Gasbrenner drumherum an. Die beiden Brenner verhindern jetzt, dass Bakterien nachträglich in dieses Becherglas gelangen. Wäre halt doof, wenn ich das jetzt filtriere, alle Bakterien sind raus und dann haben wir irgendwie ein falsches Ergebnis, nur weil aus der Umluft wieder Bakterien in den Filter, in das Becherglas reingelangen. Okay. Oh ja, die Durchflussrate ist okay. Ich übe ganz, ganz leichten Druck aus. Jetzt einfach mal gar keinen Druck. Ich halte es nur hoch. Okay, der Filter ist so gut wie durch. Es sind etwas über 800 Milliliter jetzt in dem Becherglas. Das sollte definitiv reichen. Die Brenner lasse ich an, bis ich das gefilterte Wasser auf die Agarplatte draufstreiche. Ich muss aber sagen, in erster Beobachtung, das Wasser scheint immer noch leicht verfärbt zu sein. Also es ist immer noch grünlich. Und damit sind wir schon am letzten Arbeitsschritt angekommen. Wie man merkt, heute eine ganz einfache, schnelle Nummer. Hinter mir befindet sich jetzt der noch brodelnde Kochtopf. Dann einmal die filtrierte Wasserlösung, nur noch umgeben von den beiden Brennern. Und hier die Flasche, in der die Chlordioxid-Tablette versenkt wurde. Ich hole jetzt die Brenner hier rüber, damit wir hier die sterile Atmosphäre haben, damit ich die Agarböden öffnen kann und keine Bakterien aus der Luft sich darauf absetzen und Kolonien bilden, sondern wirklich alles, was an Bakterien dort drauf gelangt,
ausschließlich aus dem Wasser kommen kann. So, hier ist jetzt alles fertig aufgebaut. Alle Sachen sind hier, die ich brauche. Ich habe Handschuhe an. Ich habe sterile Pipetten. Wunderbar. Das Erste, was wir jetzt machen, ist eine Positivprobe vorbereiten. Das bedeutet, ich nehme eine unbehandelte Wasserprobe und werde davon jetzt 0,25 Milliliter, also 250 Mikroliter, aufziehen und auf eine Platte geben. Wofür ist es da? Das ist dafür da, um überhaupt zu bestätigen, dass sich hier drin Bakterien befinden. Wäre natürlich doof, wenn wir nachher sehen, dass das unbehandelte Wasser gar keine Bakterien oder Pilze enthält und diese Platte leer bleibt. Das wird jetzt sofort auf der Rückseite hier beschriftet. Positivprobe. Als Nächstes möchte ich das filtrierte Wasser benutzen. Mir ist es irgendwie ein bisschen zu heikel, wenn das hier die ganze Zeit offen steht. Es kommt direkt auf zwei Platten drauf. Nummer eins. Nehmen wir auch eine neue Pipette direkt dafür. Und Nummer zwei. Wir machen jetzt eine sogenannte Doppelbestimmung, also wir verlassen uns nicht nur auf eine Agarplatte und nicht nur auf eine Pipette, sondern wir nehmen zwei unterschiedliche Pipetten und zwei unterschiedliche Agarplatten, aber dafür die gleiche Probe, um so viele Fehler wie möglich auszumerzen. Beschrifte das Filter 1.1 und Filter 2.1. Ah, ich glaube, ich habe den Fokus so eingestellt, dass es jetzt nicht sonderlich scharf war. Egal, ihr habt es gesehen. Als Nächstes die 1-Liter-Flasche, die mit der Chlordioxid-Tablette vom Bierkar Outdoor versetzt wurde. Die Einwirkzeit betrug jetzt 13 Minuten, also etwas länger als die Anleitung sagt, aber naja, länger kann ja nicht schaden. Und jetzt die letzte Probe, das aufgekochte Wasser. Oh, das ist noch sehr gut heiß. Mal gucken, ob meine Pipette das aushält. Grenzwertig. Viel mehr kann ich jetzt gar nicht machen. Jetzt heißt es 3 Tage warten, bis sich hier Bakterienkolonien drauf gebildet haben, die so groß sind, dass man sie auf den Platten gut erkennen kann. Wie gesagt, das dauert jetzt ein paar Tage. Naja, für euch geht es ja ganz schnell. Wir sehen uns also in ein paar Sekunden wieder. Dass die präparative Arbeit, also die Vorbereitung der Agarplatten, abgeschlossen ist, war ziemlich hart übertrieben, denn hinter mir stehen 3 weitere Flaschen, die waren ja vorher auch auf dem Tisch. Dort standen nämlich 6 Stück, 3 Stück haben wir benutzt. Und die weiteren 3 werden wir für einen 2. Durchlauf verwenden. Ich werde also alle Arbeitsschritte noch einmal wiederholen, damit wir am Ende sogar eine 4-fach Bestimmung haben. Und damit können wir uns dann schon relativ sicher sein, dass es gut ist oder auch aussagekräftig ist, was wir nachher sehen. Zudem stehen hinter mir noch 2 weitere Flaschen und das hat einen fast noch besseren Grund. Ich habe nämlich vorhin zur chemischen Wasseraufbereitung die Chlordioxid-Tabletten verwendet von Bierkar Outdoor. Und es gibt noch eine weitere sehr gängige Tablette, die öfter Verwendung findet, und zwar die Micropur Forte von Katadyn. Das ist eine Wasseraufbereitungstablette, die man das öftere Mal auf YouTube sieht. Und ich möchte jetzt einen Direktvergleich starten, welche denn besser ist. Blue Lake Travel Chlordioxid oder Katadyn Micropur Forte. Video 1 hat verlauten lassen, dass Chlordioxid auf dem Thron steht. Das werden wir jetzt in diesem Video aber nochmal entweder zeigen oder widerlegen. Mal sehen, was sich ergibt. Da Blue Lake Travel hier der Sponsor des Videos ist, möchte ich das Ganze so transparent wie möglich machen oder auch so vollständig wie möglich, damit, einem nachher nicht vorgeworfen wird, dass man irgendwelche Ergebnisse verfälscht. Deshalb mache ich das nochmal direkt vor der Kamera. Das sind die Micropur Forte Tabletten. Die gebe ich jetzt jeweils in einen so einen Teil rein, also jeweils in eine so eine Flasche. Zack. Nummer 1. Zack. Nummer 2. Die müssen jetzt laut Anleitung 1/2 Stunde einwirken. Das ist schon mal der erste Minuspunkt. Nicht nur 10 Minuten, sondern nach Möglichkeit 1/2 Stunde. Und dann können wir das Wasser auf den Agarplatten verteilen. So, da wäre ich gerade fast ins Stottern gekommen. Ich mache noch mal ganz kurz die Wiedererkennung. Kritze ich hier mal drauf. So einen schönen Kreis. Das gleiche noch mal als Viereck. So, damit einem nachher auch nichts mehr vorgeworfen werden kann. Ich habe jetzt hier angegeben 1/2 Stunde gewartet, die Micropur-Tabletten Zeit brauchen, um zu wirken. Und ja, an sich geht es jetzt genauso wie bei den vorherigen Proben. 250 Mikroliter, jeweils mit einer anderen Pipette. 2 Pipetten pro Flasche, 2 Agarplatten pro Flasche. Jeweils beschriftet mit Natriumhypochlorid.
denn das ist die aktive Substanz, also das Hypochlorid bzw. hypochlorige Säure ist die aktive desinfizierende Substanz in diesen Tabletten. Gut, haben wir die auch fertig. Alles easy. Jetzt müssen wir tatsächlich drei Tage warten. Wir sehen uns also in 3 Tagen wieder. Jetzt habe ich doch 5 Tage gewartet und es sind hier in dieser Zeit spannende Ergebnisse entstanden. Das erste, was wir uns angucken müssen, ist die Positivprobe. Und die spricht wirklich Bände. Voller Kolonien, das heißt, wir haben hier eine sehr starke Schädlingsbelastung in dem Bachwasser. Wir sehen auch verschiedenste Kolonien, weiße, gelbe, gelb-glitschige, eine tiefrote und welche, die gerade dabei sind, rot zu werden. Das bedeutet, auch wenn es sehr, sehr attraktiv scheint, direkt die Flasche in den Bach zu halten und das Wasser sofort zu genießen, sollte man das Wasser definitiv aufbereiten, denn ansonsten ist der Trip schneller vorbei, als man gucken kann. Die erste Desinfektionsmethode, die wir uns anschauen, ist Chlordioxid, das heißt die chemische Chlordioxid-Tablette. Hier sprechen die Platten auch Bände. Es sieht genauso aus, wie man es haben möchte. Absolut nichts mehr drauf, also alles, was auf solchen Platten wachsen würde, wurde durch das Chlordioxid einfach zerstört. Das bedeutet, man kann hier sagen, ja, diese Tablette ist sehr effektiv. Sie tut genau das, was man haben möchte. Dieses Wasser wird danach trinkbar sein. Die nächste Tablette, die wir uns anschauen müssen, die wir dann auch zwischendrin eingeschoben haben, ist die Mikropur-Tablette. Und hier sehen die Platten, muss man beinahe sagen, leider anders aus. Auf diesen Platten gibt es deutlich Kolonien zu erkennen. Es sind zwar deutlich weniger Kolonien als bei der Positivprobe, aber es sind nun mal nicht alle Schädlinge abgetötet worden. Hier haben wir gelbe, weiße und weißflauschige Kolonien. Das bedeutet, wir haben mindestens 3 verschiedene Erreger, die nicht abgetötet wurden durch die Mikropur-Tablette. Ich möchte noch eine Sache anmerken. Ich habe mich bei der Beschriftung vertan. Hier drin ist kein Natriumhypochlorid, also kein NaClO, so wie es auf der Platte draufsteht, sondern Troclosen-Natrium. Wenn ihr euch Video 1 anguckt, seht ihr, warum man da schnell durcheinander kommen kann. Aber ganz kurze Korrektur, in den Mikropur-Tabletten ist Troclosen-Natrium und das werde ich jetzt hier in der weiteren Diskussion auch immer so sagen. Offensichtlich haben die Mikropur-Forte-Tabletten eine schlechtere Desinfektionswirkung als die Chlordioxid-Tabletten von Blue Lake Travel. Und das ist kein Ergebnis, das zufälligerweise in einem Sponsored-Video nur in meinem Labor passiert, sondern in Video 1 waren wir in einer Fachhochschule. Und in der Fachhochschule wurden genau diese Tests von richtigen Biologen in einem richtigen biologischen Labor durchgeführt. Unabhängig von mir, ich war an der Durchführung nicht beteiligt und genau da sind auch die gleichen Ergebnisse rausgekommen. Das Troclosen-Natrium hat nachher Kolonien auf der Agarplatte gezeigt und das mit Chlordioxid behandelte Wasser keine. Das bedeutet, das hier ist kein Einzelfall, was ich gerade zeige. Chlordioxid kommt aus der Desinfektion in Kläranlagen, das bedeutet wirklich zur großflächigen Trinkwasseraufbereitung und hat es jetzt erst kürzlich in den privaten Sektor geschafft. Chlordioxid hat nämlich den Vorteil, dass es auch gegen hartnäckigere Schädlinge desinfizierender wirkt gegen diese hartnäckigeren Schädlinge, als eben das Troclosen-Natrium, das hier enthalten ist. Spätestens jetzt kann ich die Chlordioxid-Tabletten hier guten Herzens empfehlen. Ich werde den Link zu Blue Lake Travel unten in die Videobeschreibung packen. Klickt drauf, stöbert im Shop und kauft euch diese Chlordioxid-Tabletten, testet sie, wenn ihr irgendwelche Outdoor-Trips geplant habt oder wenn ihr mit dem Wohnwagen unterwegs seid, denn solche Tabletten sind auch dafür geeignet, euren Tank zu schockchloren. Ich kann diese Tabletten sogar doppelt empfehlen, denn es gibt mehrere weitere Vorteile. Der erste wäre der, dass man nicht 30, sondern nur 10 Minuten warten muss, bis das Wasser aufbereitet ist. Der zweite Grund, und ich weiß, das wird für viele von euch mit der wichtigste sein, ist das Thema Chlorgeschmack. Chlordioxid ist chemisch gesehen 2,5-mal so stark wie das Troclosen-Natrium. Und dementsprechend braucht man weniger Chlorierungsmittel, um dieses Wasser zu Trinkwasser aufzubereiten. Und jetzt kommt die logische Schlussfolgerung. Dementsprechend schmeckt das Wasser nachher auch weniger nach Chlor, weil man von Anfang an weniger Chlorierungsmittel reingegeben hat. Eine wichtige Sache, egal mit welchem Chlorpräparat man es probiert, Leitungswasser wird immer nach Chlor schmecken, wenn man dort irgendwie solche Tabletten reingibt, egal ob diese oder diese, denn im Leitungswasser gibt es einfach so gut wie keine Schädlinge, das heißt, diese Chlorpräparate reagieren einfach nicht ab und geben ihren Chlorgeschmack immer ans Wasser ab. Gut, vielleicht schmeckt es da dann auch weniger nach Chlor, aber lange Rede, kurzer Sinn. Solche Tabletten sind immer dafür gedacht, um sie mit kontaminiertem Wasser zu verwenden. Und genau dort kommt einem das dann zugute, dass Chlordioxid deutlich weniger nach Chlor schmeckt.
Der nächste Punkt ist eine Preissache. In der Chlordioxid-Tablettenpackung sind 120 Tabletten enthalten, hier drin 100. Und die vom Blue Lake Travel sind auch noch 1 bis 2 Euro günstiger. Als nächstes haben wir hier die Platten von dem Filter. Die Platten des Filters sehen auch sehr gut aus. Hier kann man ebenfalls keine Kolonien drauf erkennen. Es gibt eine Platte, wo eine Kolonie langsam im Kommen ist. Da muss man aber sagen, ist es jetzt dadurch, dass der Filter nicht alles abgehalten hat oder vielleicht, weil da irgendwie doch zwischendurch was reingekommen ist. Ansonsten wäre das hier im Bereich des Messfehlers. 3 Platten haben überhaupt keine Schädlinge mehr drauf und diese eine kleine Kolonie, das heißt der Filter, hat auch einen ziemlich, ziemlich guten Dienst getan. Jetzt muss man bei dem Filter allerdings sagen, dass der nicht unbedingt dafür da ist, um auch Viren rauszufiltern. Viren haben wir hier generell mit diesem Test gar nicht so mit berücksichtigen können, weil ja, Viren bilden halt keine Kolonien auf solchen Platten. Und aus diesem Grund muss man sich dann eher auf Literatur verlassen und die Literatur sagt, der Filter ist eigentlich noch zu grob, um wirklich auch alle Viren rauszufiltern. Da fährt man mit solchen chemischen Desinfektionsmitteln dann doch sicherer. Die nächste Methode, Kochen. Auch eine gängige Methode beispielsweise bei Seven vs. Wild. Hier sehen die Platten auch sehr gut aus. Hier sieht man nämlich auch nichts. Ziemlich gut. Das bedeutet, alle Bakterien und Pilze wurden durchs Kochen definitiv abgetötet. Beim Kochen ist es so, dass kochendes Wasser, je nachdem, wo man sich hier auf dem Planeten befindet, eine unterschiedliche Temperatur hat, lustigerweise. Und die kann sehr stark schwanken. Bei uns in unseren Breitengraden sind es vielleicht so 95 Grad Celsius. Das heißt schon ein paar Grad Celsius unter diesen 100, die man ja normalerweise bei kochendem Wasser im Kopf hat. Und in der professionellen Autoklavierung, also das bedeutet, wenn in der Fachhochschule zum Beispiel Dinge desinfiziert werden mit Temperatur, dann benutzt man 121 Grad Celsius. Und das hat einen bestimmten Grund, weil nicht alle Erreger werden bei 95 bis 100 Grad Celsius abgetötet. Bedeutet, auch beim Kochen kann man sich nicht sicher sein, dass alles raus ist. Generell, ganz wichtige Information, helfen all diese Mittel hier nicht gegen irgendwie Schwermetall- oder giftbelastetes Wasser. Bedeutet, ihr könnt nicht zum Rhein gehen, dort Wasser rauszapfen und dann Tablette rein oder kochen oder filtern. Das funktioniert nicht. Dort habt ihr dann vielleicht die ganzen Bakterien, Pilze, auch Viren raus, aber keine Schwermetalle. Dagegen helfen die ganzen Mittelchen nicht. Benutzt diese Sachen wirklich eher in so, ich sag mal, etwas naturgetreueren, grünen Gegenden, ja, nicht unbedingt an riesigen Flüssen, wo auch die Industrie ja Abwasser reinleitet.